Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 33, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Gesetz zur Bildung eines Gremiums. Halt, das haben wir erledigt. Ja, nächste Seite. Nächste Seite. Das ist dann der Punkt 34, Entschuldigung. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Kindergesundheitsschutzgesetzes. Wir waren im Ältestenrat der Auffassung, Sie seien alle schweigsame Abgeordnete. Das stimmt nicht so ganz, aber so ein bisschen können wir es so üben. Danke schön. Also das Gesetz zur Änderung des Kindergesundheitsschutzgesetzes und zur Aufhebung der Verordnung zur Bestimmung des Hessischen Kindervorsorgezentrums. Die Berichterstattung hat Herr Kollege Tibi mit aufgerufen, ist der Antrag der Fraktion der SPD. Wer kommt denn eigentlich erklären? Meine Damen und Herren, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung von SPD und LINKEN den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Danke schön. Fluchte Technik. Entschuldigung, aber es ist elend. Vielen Dank, Herr Abg. Tibi. Ich eröffne die Debatte, und das Wort hat Herr Dr. Bartel für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Gesetz läuft aus und wird in seinen wesentlichen Zügen erneuert. Es sollte aber Anlass sein, auf ein paar Punkte in diesem Zusammenhang hinzuweisen. An erster Stelle möchten wir die Wertschätzung zum Ausdruck bringen, die das Kindervorsorgezentrum unter Leitung von Herrn Prof. Kießlich an der Universität Frankfurt am Main leistet. Hier wird für die Kinder wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Die Überwachung der Vorsorgeuntersuchung ist der wesentliche Punkt, der wichtigste Punkt, der hier organisiert wird. An dieser Stelle sei vielleicht der kleine Hinweis erlaubt, dass in der Anhörung darauf hingewiesen wurde, dass es manchmal ein Problem gibt, rechtzeitig in dem vorgesehenen Zeitraum einen Termin bei einem Pädiater zu bekommen. Da wir ja immer in sehr freundschaftlicher Diskussion über den guten Weg des Gesundheitswesens mit der Kassenärztlichen Vereinigung stehen, sei an dieser Stelle auch einmal auf den Sicherstellungsauftrag auch zu diesem Punkt Vorsorgeuntersuchung hier freundlich hingewiesen. In diesem Gesetz wird die Uniklinik jetzt durch Gesetz erhoben, Sitz des Kindervorsorgezentrums zu sein. Bisher war es auf dem Verordnungsweg gewesen. Das ist, mag man als symbolische Stärkung, aber eben auch ein Hinweis darauf sein, dass wir dies als eine gute Institution ansehen, die auch am richtigen Ort ihren Sitz hat. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass das Kindervorsorgezentrum auch inhaltlich, fachlich das Aufgabenspektrum erweitert hat. Hier möchten wir besonders auf das Neugeborenen-Stoffwechsel-Screening hinweisen, wodurch relativ einfache Labormethoden in der Frühzeit diese Störung erkannt werden können, und auf die Sprachstandserhebung, die Analyse der Sprachfähigkeit in der entsprechenden Altersstufe. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Dr. Sommer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe ja in der vorherigen Lesung schon einmal gesagt, wir hätten Ihnen gern mehr Änderungsanträge präsentiert. Aber aufgrund der kurzfristigen Einbringung vieler Gesetze war es uns leider nicht möglich. Trotzdem haben wir einen eingebracht. Das liegt daran, dass die größte Kontroverse in der Anhörung war, dass das UKGM befürchtet, dass die bislang gelebte Kooperation im hessischen Kindervorsorgezentrum gegebenenfalls nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und das Uniklinikum Frankfurt aber sagte diese zu
Und so möchten wir, weil die Zusage da ist, weil die Befürchtungen da sind, das einfach im Gesetz verankern und festschreiben. So kann die Arbeit nämlich wie bisher in Kooperation gemanagt werden, und die Befürchtungen, die entstanden sind, die können damit ausgeräumt werden, meine Damen und Herren. Weitere Verbesserungsvorschläge, die wir aus soziellen Gründen, wie eben bereits erwähnt, nicht in einen Gesetzestext gefasst haben, betreffen die Erweiterung des Beirates. Sie haben ja schon die Hebamme und die Landesärztin oder Landesarzt für Hör- und Sprachbehinderte eingeführt. Das ist sehr zu begrüßen. Aber vorgeschlagen wurde auch, dass ein Vertreter der Kostenträger, also der Krankenkasse, oder auch eine Vertretung der Eltern- oder Selbsthilfegruppen berücksichtigt wird, wie beispielsweise Kindernetzwerk oder Kinderschutzbund. Das wäre sicherlich sinnvoll gewesen, weil sie da die direkten Vertreter der Kinder hätten sein können. Infrage gestellt wurde auch, warum der Beiratsvorsitz in Händen des Ministeriums liegen muss. Es wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass gemäß des Gendiagnostikgesetzes konsekutiv festgelegt hätte werden müssen, dass die Restblutproben aus dem Neugeborenen-Screening vernichtet werden müssen. Leider ist das aber hier auch nicht passiert. Und last but not least, die Prävention bzw. die Angebote früher Prävention multiprofessioneller Hilfe sind auch wenig bis gar nicht berücksichtigt. Es bestand und es besteht auch weiterhin die Kritik am Gesetz, dass eben nur auf die Vorsorgeuntersuchung rekrutiert wird. Es beschränkt sich nur darauf. Meine Damen und Herren, ich habe es schon in der ersten Lesung gesagt, wer Kinder schützen, ihre Gesundheit schützen will, der muss zuallererst die Familie und deren Gesundheit schützen. Und es muss darum gehen, Familien und damit auch Kinder aktiv, präventiv und intervenierend zu schützen. Und um dies zu stärken, meine Damen und Herren, dies zu stärken und zu realisieren, sollten präventive Angebote so früh wie möglich im Setting der Familie starten. Und ich möchte erneut an die Debatte aus 2012 erinnern, meine Damen und Herren. Da wurde schon von den Oppositionsparteien deutlich gemacht, dass ein Kindergesundheitsschutzgesetz, das Kindermisshandlungen und Kindervernachlässigung identifizieren und vermeiden soll, mehr eben als nur U-Untersuchungen braucht. Und Herr Bocklet, Sie waren es 2012, der darum gebeten hat, nachzubessern und bessere Methoden für Kinderwohl einzubinden. Und Sie sind diejenigen gewesen, die die Chance hatten, nachzusteuern. Aber kein Änderungsantrag, nichts genau zu diesen Themenpunkten. Ja, und Sie werden jetzt sagen, wo ist unser Antrag? Wir haben uns auf das eine beschränkt. Und ich bin aber auf Ihre Ausrede gespannt, die Sie vorbringen, warum Sie Ihre Erkenntnisse, als Sie noch in der Opposition 2012 waren, nicht genutzt haben, jetzt, wo Sie gemeinsam mit Ihrem Koalitionspartner die Mehrheit haben und genau solche Verbesserungen hätten umsetzen können. Meine Damen und Herren, denn schließlich geht es um die Kinder, die gesund und behütet groß werden sollen. Sie benötigen Fürsorge und Schutz. Und Sie, Herr Bocklet, mit Verlaub, haben heute Morgen groß getönt, dass man an Versprechungen gemessen wird. Wie ist es denn jetzt hier bei Ihnen? 2012 wollten Sie genau das umsetzen, und jetzt ist es im Gesetz, obwohl oder gerade, weil Sie in Verantwortung sind, nicht zu finden. Und das finde ich sehr schade. Vorsorge, meine Damen und Herren, das ist bekanntlich das beste Mittel, Kinder vor Gefährdung zu schützen. Und ich bedauere sehr, dass Sie die Forderungen zu diesen Punkten, die Sie noch als Opposition stark gemacht haben, nun nicht mehr berücksichtigen. Und deswegen wiederhole ich jetzt auch noch einmal zum Schluss, wer Kinder schützen will, muss das Familienwohl schützen und stärken. Wer aber die Familie nicht schützt, aber vom Kinderwohl redet, der hat die sich aufzeichnenden Konsequenzen nicht verstanden. Zum Wohle der Kinder. Zum Wohle der Kinder und der Familien hätte ich mir mehr Änderungen gewünscht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Dass man so eine Einmütigkeit bei einem so heiklen Thema mal haben würde im Hessischen Landtag, hätte ich nicht erwartet. Das ist, glaube ich, die einzige Überraschung, die sich bei der Gesetzesberatung ergeben hat. Aber es zeigt auch, wenn man sich sehr intensiv im Vorfeld mit etwas beschäftigt, es einigermaßen vernünftig umsetzt, über Jahre hinweg jetzt an der Verbesserung gearbeitet hat, gibt es doch dann am Ende doch einen großen Konsens über die Richtigkeit des Vorgehens. Ich möchte der SPD zustimmen. Wir wollen auch, dass die Kooperation an der Stelle fortgeführt wird und wollen auch die Bedenken aufgreifen. Deshalb werden wir dem Änderungsantrag zustimmen. Sollte der keine Mehrheit finden, was ja passieren könnte in diesem Plenum, werden wir trotzdem dem gesamten Gesetzentwurf auch zustimmen. Wir finden auch die Erweiterung des Kindervorsorgebeirats angemessen begründet. Von daher, dieses Gesetz kann in Hessen auch weiter in der Substanz, so wie es vorgelegt wird, Bestand haben. Unsere Zustimmung haben Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben heute einen Gesetzentwurf vorliegen für ein Gesetz zur Änderung des Kindergesundheitsschutzgesetzes. Der Änderungs- und Ergänzungsbedarf besteht darin, dass das Universitätsklinikum Frankfurt, welches bisher durch gesonderte ministerielle Rechtsverordnung als hessische Kindervorsorgezentrum bestimmt wurde, auf Wunsch der Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung der Staatskanzlei unmittelbar im Gesetz als solches bestimmt werden soll. Es war die Evaluation zum hessischen Kinder-Jugendschutzgesetz, wird nunmehr 10 Jahre in Kraft sein. Im Rahmen der Evaluierung des Gesetzes und der damit verbundenen Verbändeanhörung durch die Landesregierung konnten wir feststellen, dass die gesetzlichen Regelungen mittlerweile auf große Zustimmung stoßen. Das hätte man so nicht erwarten können. Und wie manchmal, jetzt ist meine Rednerin im Präsidium und darf nicht dazwischenrufen, aber Frau Kollegin, wenn man sagt, man wartet eine Evaluation ab, das ist beim Kinderfördergesetz im Übrigen genauso, man wartet eine Evaluation ab, man hört sich die Stellungnahmen an und liest sie durch und stellt dann eine übereinstimmende große Übereinstimmung fest, dann muss man auch tatsächlich irgendwann mal sagen, wenn es keinen größeren Nachsteuerungsbedarf gibt als den, dass man noch in Marburg noch mal sozusagen auch noch mit Einfluss haben will, dann kann so viel an dem Gesetz nicht falsch gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen komme ich, wenn das der letzte Punkt bleibt, der Kinderschutz, Frau Kollegin Dr. Sommer, bleibt eine Daueraufgabe. Es wird ein Vielfaches getan in dem Land, damit präventiv darauf hingewiesen wird. Wir haben angefangen von Familienhebammen, die früh erkennen, wenn es Familienprobleme gibt, bis hin zu den Meldeverfahren, bis hin zu vielem anderen mehr, wie Jugendämter arbeiten, an umfangreiche Varianten, wie Kinderschutz hier in Hessen praktiziert wird. Und jetzt geht es darum, dass tatsächlich das Universitätsklinikum tatsächlich auch eine zentrale Rolle einnehmen wird und nach wie vor auch schon eingenommen hat. Dagegen gibt es nichts auszusetzen. Ich finde, das Gesetz ist so gelungen, und ich freue mich auch über die große Zustimmung in diesem Haus. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Bocklet, wenn man ein kleines Gesetzchen macht, das bei weitem nicht das erfüllen kann, was es in seinem Titel verspricht, wenn man von Kinderschutz redet im ganz weiten Sinne, Kindergesundheitsschutz im Konkreteren eigentlich meint, dann geht auch das sehr viel weiter als das, was in dem Gesetzchen drinsteht. Wenn man dann das Gesetzchen evaluieren lässt und feststellt, dass da nichts Falsches drin steht, dann wird daraus noch kein gutes Gesetz. Dann bleibt es immer noch das, was es ist, ein kleines, unzulängliches Gesetzchen, das an sich aber unschädlich ist. Wenn man dieses Gesetzchen dann wieder aufruft, hätte man die Chance gehabt, zu sagen, jo, das, was es regelt, ist in Ordnung, aber wir gucken jetzt mal, ob wir auch noch die Dinge, die es sonst noch alle zu regeln gibt, jetzt irgendwie doch mal in Angriff nehmen nach all den Jahren. Das haben Sie aber nicht für nötig befunden.
Stattdessen haben Sie noch ein Konfliktfeld aufgemacht, wo bis dato keins war. Finde ich so nötig wie ein Loch im Knie, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und wenn man den Ärzten dort zuhört, dann haben die auch sehr genau begründet, warum sie es nicht in Ordnung finden, dass die Verantwortung jetzt einzig und allein in Frankfurt liegen soll und dass damit große Befürchtungen verbunden sind und dass die Tatsache, dass es vorher anders war, der ganzen Institution ja nicht geschadet hat. Sie weder in Frage gestellt hat, noch in der Arbeit behindert hat, noch sonst irgendwie fürchterlich war. Also muss man auch nicht. Und von der Regierungsbank bitte ich doch einfach mal, sich an die Hausordnung zu halten. Und die sagt, still sein. Wenn man denn an der Stelle meint, dass man so fürchterliche Konflikte hat, die man auch nicht schafft, von der Hausleitung zu beseitigen, dann spricht das eher dafür, dass Sie nicht in der Lage waren, einen Prozess mediativ zu begleiten. Das kann ich mir wiederum gut vorstellen. Dann muss man halt solche gesetzlichen Änderungen herbeiführen. Dem können wir nicht zustimmen. Das funktioniert gar nicht. Wir werden dem Änderungsantrag der SPD zustimmen, weil wir das für mindestens einmal richtig halten, dass man es an der Stelle so belässt und die Sorgen und Nöte der Ärzte ernst nimmt, die da benannt worden sind. Und ansonsten bleiben wir bei unserer Entscheidung. Vielen Dank. Nächster Redner ist Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Kindergesundheitsschutzgesetz ist seit 10 Jahren in Kraft. Es hat sich bewährt. Und die Institutionen und Verbände, die wir angehört haben, haben dies auch gesagt. Ich will jetzt darauf verzichten, zu erklären, warum wir das damals im Rahmen eines Einladungsverfahrens überhaupt auf den Weg gebracht haben. Aber viele Vorgänge, die von Jugendämtern viel zu spät entdeckt worden sind, sind in der Zwischenzeit und gehören zum Glück der Vergangenheit an, auch wegen der entsprechenden Regelungen, die wir in diesem Gesetz vorgenommen haben. Das Zweite ist, wer für die Fragestellung von Versorgung und deswegen die Frage der Kooperation zwischen Frankfurt und Gießen in den Mund nimmt, hat möglicherweise noch nicht ganz durchdrungen, was in Gießen tatsächlich gemacht worden ist. Das hat mit Versorgung überhaupt nichts zu tun gehabt. Ausschließlich Labortechnik ist in Gießen gemacht worden. Mehr ist es nicht. Alles andere, was im Grunde genommen dann an weiteren Regelungen notwendig ist, wird durch die Arztpraxen und durch die Kliniken vor Ort wahrgenommen, von Norden bis zum Süden Hessens und weder durch das Universitätsklinikum Frankfurt noch in der Vergangenheit durch das UKGM, sondern von den Kinderärzten und den niedergelassenen Ärzten und von den Fragestellungen der Kliniken. Wenn es um die Fragestellung von Mediation geht, kann ich Ihnen versichern, dass an meinem Tisch in dem Ministerium die Geschäftsführer, die ärztlichen Direktoren und die Beteiligten von Gießen und Frankfurt gestanden sind und dort letztendlich dann auch eine entsprechende Unterschrift der Verantwortlichen unter einer Vereinbarung, die schon vor 5 Jahren getroffen worden ist, noch einmal bestätigt, dass in Zukunft ausschließlich Frankfurt für das Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz als Kindervorsorgezentrum an dieser Stelle zuständig ist, dass das bei den betroffenen Ärzten und Mitarbeitern erst einmal zu entsprechenden Fragezeichen führt, kann ich nachvollziehen. Dementsprechend habe ich auch dort mit dem Personalrat gesprochen. An der Stelle ist allerdings nur umgesetzt, was vor Jahren bereits vereinbart worden ist. Und an der Stelle galt sowohl für Gießen wie auch für Frankfurt, dass die entsprechenden Verträge auch eingehalten werden, die getroffen worden sind. Und weshalb überhaupt ein Teil aus den Gießen gemacht worden ist, ausschließlich Labortechnik, lag daran, dass eine Zeit lang die Expertise in Frankfurt nicht vorhanden gewesen ist. Mit dem Leiter dort, aber auch mit dem entsprechenden Laborarzt sind in der Zwischenzeit hervorragende Spezialisten in Hessen. Die konnten wir für Hessen gewinnen, sodass die Arbeit in diesem Bereich sehr viel noch effektiver, effizienter im Interesse des Kindergesundheitsschutzes in Hessen sind. Und dass dann noch viel mehr auf diesem Weg gemacht wird, brauchen wir an dieser Stelle nicht zu betonen. Das ist ja nicht das Einzige, sondern es ist ein Teil der Kindergesundheitsschutzmaßnahmen, die dieses Land in Angriff nimmt. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die zweite Lesung zu Tagesordnungspunkt 34 abgehalten. Ich rufe auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 5726/19. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD und
LINKEN und FDP. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann lasse ich abstimmen über den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Kindergesundheitsschutzgesetzes. Wer ihm seine Zustimmung gibt? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Und FDP, nicht vergessen, Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Bei Enthaltungen der SPD und der Fraktion der LINKEN ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.